Am Anfang mal einen Überblick, was passiert, wenn Sie in VI 2000 bei einem geöffneten Plan auf das Euro-Symbol klicken. Wenn Sie die Massenmengen bzw. die Kalkulation starten in VI Plan, dann werden alle Massenmengen dieser Planung in eine Datenbank geschrieben, die hat den Namen BK-Massen. Das heißt, in dieser Datei, in dieser Datenbank BK-Massen befinden sich 100% Massenmengen der entsprechenden Planung. Neben dem Planungsprogramm gibt es natürlich auch das Kalkulationsprogramm. Das Kalkulationsprogramm hat keine andere Aufgabe als die für das konkrete Projekt benötigten Massenmengen aus dieser Datenbank herauszufiltern. Woher weiß das Kalkulationsprogramm, welche Massenmengen wir benötigen, um ein Kundenangebot zum Beispiel zu erstellen? Diese Information kommt aus der GAD-Kalk. Im Folgenden sprechen wir von der GAD-Kalk immer von der Masterkalkulation. Also GAD-Kalk ist nur der Dateiname dieser Datenbank. Wir sprechen also immer von der Masterkalkulation. Das heißt, in der Masterkalkulation sind alle Einstellungen, Rechnungsvorschriften enthalten, damit das Kalkulationsprogramm die benötigten Massen und Mengen mit den entsprechenden richtigen Positionen verknüpfen kann. Das Kalkulationsprogramm erzeugt daraufhin ein Kundenprojekt. Das Kundenprojekt ist immer hundertprozentig identisch mit der Masterkalkulation, mit einem Unterschied. In dem Kundenprojekt befinden sich die durch das Kalkulationsprogramm herausgefilterten Massenmengen und natürlich auch Interessentendaten. Das heißt, die Interessentendaten, die wir in VI Plan eingeben, die Sie zum Beispiel auch in Schriftfeldern sehen, die werden natürlich auch für die Kalkulation, für das Angebot verwendet. Also das Kundenprojekt ist immer eine Kopie der Masterkalkulation mit dem einzigen Unterschied, hier gibt es Massen und Mengen in der GAD-Kalk. In der Masterkalkulation selber gibt es keine Massenmengen. Das, was Sie hier orange sehen, das ist jetzt nur mal am Rande erwähnt. Sie können natürlich auch Ihre Planungsprojekte in das VICAS exportieren und können natürlich auch diese Projekte, die Sie in dem VICAS haben, kalkulieren. Das heißt, Sie können im Prinzip auch hier kalkulierte Angebote im VICAS erstellen. Letzten Endes besteht die Aufgabe nur darin, damit das Kundenprojekt auch wirklich exakt Ihre Berechnung und Kalkulation wiedergibt, die Masterkalkulation so einzustellen, dass also wirklich die richtigen Massenmengen mit den richtigen Positionen verknüpft werden. Wir schauen uns auch gleich an, welche Dateien da benötigt werden und wo diese abgespeichert werden. Jetzt habe ich schon einen Begriff erwähnt, Positionen, dass die richtigen Massenmengen mit den richtigen Positionen verknüpft werden. Ja, und Sie werden das dann auch noch sehen. Es gibt wie bei jeder Ausschreibung, bei jedem Leistungsverzeichnis, Positionen mit Nummern, mit Langtexten, Kurztexten, mit Einheiten, mit Einheitspreisen und genau diese Position verwendet natürlich auch unsere Kalkulation.